Chris Inc. Wir sind hier am Plaza de Armas in Concepción am Hauptplatz. Und heute gibt es eine Veranstaltung von dem Oldtimer Club in Concepción. Das ist was, was in 15 Ländern in Südamerika gleichzeitig machen und heißt RAID, R-A-I-D, und ist für irgendeinen wohltätigen Zweck. Da haben sie ihre fischen Autos rausgebracht, die gerade angekommen sind, die werden wir sich jetzt anschauen. Hab schon ein paar Schmankerl entdeckt. Ein einziger Youngtimer, ein 206 hat sie geschafft. Boah, der Bel Air da, der ist schon einer von den Besten heute. Der ist mit der Zahnbürste ausgeputzt. Es ist übrigens bald am Sonntag, deshalb verkaufen sie da diese Sträuße. Natürlich haben wir auch deutsche Vertreter da. Natürlich darf auch der obligatorische Benz nicht fehlen. Und der chilenische MVX hat sich gerade eingepackt. Da ist die Gemeindestreife aus Concepción. Schaut fischer aus, wie die das weiß. Da führt nur mehr die Hydraulik bei dem Impala. Sogar ein alter Opel hat sich da her verirrt nach Chile. Gehört. Da ist die Gemeindestreife der Goffen. Da ist nur noch zur letzten Minute und tanzt. Buick 8. Ja,
Jetzt hat er noch die Klopfscheinwerfer aufgemacht. Den TR-77, der Schott. Sie bocken zusammen. Wir haben jetzt einen kleinen Ausflug. Wir fahren weiter aufs Land und ich werde mich jetzt wieder verschüssen. Aber ich habe noch zwei weitere Miets auf Lager. Das war aber eher so die Cheat-Show, also hängen wir das jetzt einfach dran. Die erste Versammlung war in Talcahuano auf dem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum. Recht viele Autos waren netto und der Großteil von denen, die gekommen sind, waren absolute Tuning-Sünden. Trotzdem waren aber ein paar Highlights auch dabei. Bei einer Tankstelle in Palomares, wo dann vor 2-3 Wochen auch noch was, wo ich vorbeigeschaut habe, war nicht wirklich spannend, aber wenigstens habe ich einen Mitsubishi FTO gesehen, auch wenn er richtig schlecht beieinander war.